Heute geht es weiter. Wir sind tatsächlich in den letzten Zügen von der Strickjacke. Ihr seht, ein Ärmel habe ich schon fertig. Dadurch, dass ich die Jacke wirklich sehr schlicht in rechts, glatt rechts gestrickt habe, habe ich mir gedacht, ich bringe hier bei dem Bündchen unten an der Jacke und bei meinen Ärmeln einmal so ein wirklich so ein Eyecatcher rein. Und mir gefällt das unheimlich gut. Ihr müsst das nicht so machen, aber wie gesagt, ich finde das wirklich sehr, sehr schick. Den einen habe ich schon fertig. Ich hatte euch ja in dem letzten Video schon gesagt, ihr strickt jetzt so lang, bis wir hier diese 11 cm haben. Und dann fangen wir hier mit dem Bündchen an. Oder mit dem Muster unten am Ärmel. Und dazu strickt ihr jetzt die erste nächste Reihe, Runde, die erste Runde in links. Das habe ich hier schon einmal gemacht und ich bin auch jetzt schon von meiner Rundstricknadel auf dem Nadelspiel umgesprungen. Ich stricke wirklich lieber mit dem Nadelspiel. Wenn ihr das auch machen solltet, achtet bitte darauf, dass ihr, wenn ihr so wie ich mit den Cubics vorher gestrickt habt, dass ihr auch das Nadelspiel auch in den gleichen Nadeln wählt, weil sonst habt ihr danach wirklich ein anderes Maschenbild. Also wenn ihr die Cubics, sage ich mal, nur als Rundstricknadeln habt und habt danach runde Nadeln, also ich bin der Meinung, oder es ist auch tatsächlich so, dass man das anhand von dem Maschenbild dann nachher sieht. Also ihr seht, ich habe ja wirklich alles in den Cubics. Auch die großen, und das ist auch ein 6er-Nadelspiel, habe ich auch in den Cubics. Also ich stricke damit ja wirklich am liebsten. So, also die erste wird links gestrickt. Ich muss jetzt mal die ganze Jacke runterheben. So, und jetzt wird die neue Farbe schon angeschlungen. Das Gelb habe ich hier schon einmal festgemacht. Und jetzt arbeiten wir mit Hebemaschen. So. Ich muss das hier noch einmal ein bisschen richten. So, nehmen jetzt das Gelb. Und die erste Masche wird jetzt rechts gestrickt. Mit dem Gelb, ne? Und die nächste Masche wird wie zum Linksstricken abgehoben. Das heißt, wir gehen einfach hier vorne rein und wie zum Linksstricken abheben. Eine Masche rechts und wie zum Linksstricken abheben und das im Wechsel ein rechts und abheben. Eine rechts und abheben und dass die ganzen vier Nadeln oder wenn ihr halt auf dem Rundstricknadel strickt, die ganze Runde. Ich muss jetzt hier einmal ein bisschen wenden. Die Jacke ist jetzt doch schon etwas schwer. Ich freue mich da schon richtig drauf. Jetzt kommt ja der Herbst und meine Jacke ist soweit fast fertig. Danach kommt jetzt der Kragen. Ich hatte ja, ich meine, wie ich mit Nicola einmal live gegangen bin, hatte ich ja gefragt, was soll ich dran machen? Ein Kragen, eine Kapuze. Mich haben mehrere gefragt, kannst du eine Kapuze machen? Ich wollte auch tatsächlich erst eine Kapuze ran machen, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, das sieht nicht so schön aus an der Jacke. Ich werde vielleicht noch mal eine andere Jacke machen. Und da werde ich dann vielleicht doch nochmal zeigen, wie eine Kapuze dran gestrickt wird oder mit eine Jacke mit Kapuze. Aber hier werde ich tatsächlich einen Kragen dran machen. Und das wird dann auch unser letztes Video, dieser Kragen. Also jetzt sind wir ja aber doch noch gerade erst hier beim Ärmel. Also immer noch abheben und stricken. Das können wir jetzt auch einmal gerade kurz zusammen machen. So, ups. Man muss sich doch ein bisschen konzentrieren, dass das auch wirklich immer im Wechsel ist. Upsala.
Die Jacke hat doch schon ein Gewicht. Ich habe von jeder Farbe, außer halt von dem Gelb, fast 4 Knäule verbraucht. Also sie ist auch wirklich sehr lang, meine Jacke. So. Abheben, stricken. Also die Jacke wärmt auch tatsächlich jetzt schon beim Stricken. Erfüllt jetzt schon ihren Zweck. So, eine abheben und die letzte. Wir bleiben auch beim Gelb. Ich muss noch einmal meine Jacke drehen. So, jetzt machen wir auch genauso weiter. Aber die Masche, die wir jetzt hier haben, wird jetzt links gestrickt. Die gelbe wird links gestrickt. Ups. Und die nächste wieder abheben, aber da kommt jetzt auch der Faden nach hinten. Die Masche, die gelbe, wird links. Und die wird einfach nur abgehoben. Links und abheben. Wieder links. Abheben. Dadurch, dass wir jetzt die linke Masche oder die gelbe Masche links stricken, verkreuzt sich das auch ein bisschen. Und so wollen wir das auch haben. So, das machen wir auch einmal. Einmal abheben und linke Maschen. So, und das machen wir, wie gesagt, auch einmal wieder Reihe rum, wie zum Linksstricken abheben und die links. Danach wechseln wir wieder in die Farbe Peppercorn. Und ich glaube, das muss ich dann euch nicht zeigen. Danach strickt ihr eine Reihe, ach, schon wieder Reihe und Runde, eine Runde, ups, eine Runde in rechter Maschen oben drüber und danach eine in links. So, und wenn wir das gemacht haben, dann würde ich sagen, ich muss auch einmal gerade gucken, wenn wir das gemacht haben, also sind wir hier. Und dann haben wir 4 Reihen. Ich muss noch mal zählen. 1, 2, 3, 4 Reihen wieder in den Peppercorn. Und dann fangen wir an hier mit diesem blau-roten Muster. So, nun geht das weiter hier mit unseren Kästchen. Dafür nehmen wir beide Farben hier auf dem Finger und die vordere Farbe nehmen wir einfach hier runter und wir drehen das Ganze auf dem Finger und so haben wir hier genug Spielraum und können so immer mit den Faden immer hin und her mit den Farben hin und her stricken. Also, wir stricken eine Masche rechts mit Rot und also es wird nur rechts gestrickt, nur wir wechseln jetzt immer den Faden. Also wir gehen einmal den hinteren, den roten und hier den blauen. Und dadurch, dass die Fäden so ein bisschen auseinander liegen, können wir auch schön, ich komme mal vielleicht weiter so, dann könnt ihr das auch sehen. Warte mal, machen wir mal hier so. Also wir haben ja hier diese Lücke und dadurch kann man dann immer schön hier hin und her mit den Farben auch ganz normal rechts stricken, als wenn wir nur eine Farbe haben. Also das ist wirklich eine ganz tolle. Ups, siehst du, jetzt habe ich gequatscht und habe beide, ja, nicht gewechselt. Jetzt drehe ich das Ganze wieder.
ist jetzt doch schon alles etwas schwieriger, dadurch, dass ich hier so viel Gewicht habe von meiner Jacke. So, habe hier mit Rot geendet. Und das heißt, wir stricken jetzt hier mit Blau weiter. Immer hier, wie gesagt, im Wechsel eine Blau, eine Rot, eine Blau, eine Rot. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Methode habt, zweifarbig zu stricken, könnt ihr das natürlich so machen, wie ihr das könnt. Aber ihr seht ja auch, wie schnell und mühelos das mit dieser Methode geht, indem man einfach den vorderen Faden auf dem Finger einfach umdreht. Und so kann man auch ganz toll Vereilstricken bei Socken. Das ist ein, wie gesagt, so eine schöne und schnelle Art, ne? Also man kann, ich hatte mal wirklich lange gefummelt und rumgesucht, und weil ich damit auch wirklich Probleme hatte mit zweifarbig Stricken, bis ich diese Art, ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, auch irgendwo, ich glaube auf YouTube, ich weiß es gar nicht, irgendwo mal gesehen bei irgendjemanden. Schade, dass ich nicht mehr weiß bei wem, weil vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich eine ganz tolle Art, zweifarbig zu stricken. Wie gesagt, so kann man ganz toll Vereilstricken auch. Und ja, jetzt machen wir die letzte Nadel auch noch gerade zusammen. Ich muss hier einmal ein bisschen drehen immer. So, mit Rot geendet. Und jetzt kommt Blau. Und wieder Rot und Blau. Ich wollte gerade sagen, ich höre den Postboten. Ach, und da fängt unser JJ. Der kann es nicht lassen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu lang ist, weil er kann es einfach nicht lassen. Es ist ein Yorkshire Terrier. Wie ist das denn mit euch? Habt ihr auch so ein Kläffi zu Hause? Ich meine, ich liebe diesen Hund abgöttisch, ne? Aber das Bellen, ich weiß nicht, der ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt. Ich kriege es nicht mehr aus ihm raus. So, also jetzt hier die letzte Blau, erste Rot. Und jetzt wechseln wir. Also jetzt machen wir genau das entgegengesetzt, weil ich möchte gerne nicht so wie in dem Bündchen. In dem Bündchen habe ich ja in Reihen. Kann ich das vielleicht noch mal zeigen? Ich hole das hier mal hoch. Da habe ich das jetzt so in Reihen ja gemacht, unten in dem Bündchen von der Jacke. Und hier wollte ich halt im Ärmel noch mal so ein bisschen was anderes reinbringen. Und daher machen wir jetzt hier dieses Schachbrett. Das heißt, da wo rot ist, da kommt blau drauf. Und da wo blau ist, da kommt rot drauf. So, das macht ihr jetzt 4 Runden. Nächste Runde natürlich dann auch wieder immer entgegengesetzt. Ich hole mir einmal, wo ist mein anderer Ärmel? So, hier dann auch, wie gesagt, immer im Wechsel 4-mal. Und danach kommen wieder 4-mal in den Peppercorn. Aber ich nehme mir einmal gerade meine Masche. Ich habe jetzt hier wieder angefangen, Maschen abzunehmen. In der zweiten Runde in dem Peppercorn habe ich auf jeder Nadel eine Masche abgenommen. Also 4 Maschen pro in dieser zweiten Reihe habe ich abgenommen. Dann kommen wieder 2 und da wieder in der zweiten Runde, also ne, einmal hier in der zweiten und in der vierten Runde. In der vierten Runde habe ich auch 4 Maschen abgenommen. Dann kommt jetzt hier nochmal diese Partie wie diese. Wie gesagt, ich meine, ich muss euch das nicht noch einmal zeigen. Das heißt, hier wieder die erste links, danach wieder wechseln zu dem Gelb und dann wieder in diesem Hebemuster, was ich euch am Anfang einmal gezeigt habe, dann wieder eine rechts und eine links. Und dann hier wieder
Peppercorn wieder wechseln. So, dann eine Reihe habe ich dann gemacht, nochmal in rechts und dann habe ich nochmal 4 Maschen abgenommen. Dann habe ich 1, 2, 3 und nochmal eine abgenommen. Also ich habe dann so lange abgenommen, bis ich hier unten dann nur noch meine 10 Maschen habe pro Nadel, also 40 hier unten. Ich denke, das kriegt ihr so jetzt auch hin. Und dieses I-Cord hier oben, ihr könnt vielleicht sehen, da habe ich hier noch eine kleine Besonderheit reingebracht. Normalerweise sieht man bei diesem I-Cord diese Striche nicht. Ich wollte die aber, habe die mit Absicht. Ich denke mal, das machen wir noch einmal zusammen. Das stricken wir jetzt für uns. Und den I-Cord, den machen wir noch einmal gemeinsam. Ja, wir kommen jetzt zu unserem Abschluss von dem Ärmel. Da machen wir heute ein I-Cord. Ich habe das ja hier unten, das ist ja die Jacke, unten mein Bündchen. Da habe ich ein I-Cord gemacht. Und wenn ihr seht, von meinem Ärmel, da ist das etwas anders. Wenn ihr, das zeige ich euch auch gleich, das so nicht haben möchtet, diese Variante, das erzähle ich euch, wie das hier funktioniert. Ich finde das aber ganz witzig so und daher mache ich meine Ärmel so. Also, wir wechseln wieder zu unserem Gelb. Ups, das ist gar nicht so einfach mit dieser Riesenjacke hier. So, als allererstes nehmen wir 4 Maschen zu. Und zwar, ich nehme zu, indem ich hier zwischen meiner ersten und meiner zweiten Masche, da gehe ich einmal rein, hole mir hier den Faden, ziehe mir den durch, lege mir den hier auf meine Nadel und mache eine rechte Masche oder hole mir den Faden. Drehe das hier wieder rüber, bleib immer mit meiner Nadel drin, hole mir wieder den Faden und das wird immer hier so einfach rüber gedreht. Den Faden holen und schon haben wir 4 Maschen zugenommen. Ich zeige euch das noch einmal, ich glaube, das war etwas schnell. So. Also zwischen die erste und die zweite Masche gehen, den gelben Faden holen und ich drehe hier die Nadel und drehe mir hier die Schlaufe einmal drauf. Ich bleibe die ganze Zeit mit meiner Nadel hier drin, den Faden holen und hier eine Drehung reinbringen. Und die neue Masche hier rüberlegen. Einfach so den Faden holen und hier drauf gelegt. Und schon haben wir unsere 4 Maschen zugenommen. So, jetzt stricken wir die ersten 3 Maschen rechts. Eins, zwei, und 3. Jetzt wird die erste gelbe mit der dunklen Masche einmal zusammengestrickt. Also, wenn ihr diese Striche nicht haben wollt, ich suche noch mal gerade. Also, wenn ihr das normal so haben möchtet, also das sind diese Striche, was ich ihm gesagt habe. Wenn ihr die so haben möchtet, strickt ihr das so wie ich. Wenn nicht, wenn ihr das so glatt haben möchtet, strickt ihr die beiden Maschen jetzt rechts verschränkt ab. So, ich möchte diese Striche haben und daher stricke ich die einfach rechts zusammen ab. Und dadurch ergibt sich jetzt hier so ein schwarzer Strich von der
letzten Masche. Also, wenn ihr das nicht haben möchtet, einfach rechts verschränkt abstricken. Möchtet ihr das Dunkle, da, dass man das sieht, dann einfach rechts zusammen abstricken. So, diese vier Maschen werden jetzt wieder zurückgehoben auf meine linke Nadel. So, und jetzt wieder von vorne. Die ersten drei Maschen einfach rechts abstricken. So, und die letzte gelbe mit der dunklen, die wird jetzt rechts gestrickt. Und wieder zurückheben. Es ist etwas mühselig. Dauert auch ein klein wenig länger, aber ich finde, das ist so ein schöner Abschluss. Das macht echt was her. Und wieder drei Maschen abstricken. Und die letzte Masche mit der ersten wieder zusammen. Und Ganze wieder rüber gehoben. Und das ist die ganze Zauberei. Vier Maschen oder drei Maschen stricken und zwei Maschen zusammen. Und ihr seht schon hier diese schwarzen Striche. So, das machen wir jetzt auch einmal für uns, weil das dauert doch etwas länger. Und dann wird hinten die vier Maschen müssen wir natürlich wieder auch abnehmen zum Schluss. Aber das machen wir auch noch einmal zusammen. Also jetzt einmal Reihe rum, drei Maschen rechts stricken und zwei Maschen zusammen. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt hier meinen Faden schon einmal abgeschnitten. Ich bin ja jetzt hier einmal komplett Reihe rum. Jetzt müssen wir diese Maschen natürlich noch einmal so abketten. Und zwar, ich habe mir hier schon den Faden auf die Nadel gezogen. Ich komme mal ein klein bisschen weiter runter. Und zwar, hier kommt ja unser Faden raus. Wir fangen aber an abzunehmen hier auf der anderen Seite. Und zwar, hier sind ja unsere Maschen. Und wir suchen uns jetzt hier die erste Masche, die wir hier gestrickt haben. Das ist hier und gehen hier einmal drunter unter dieses V. Da stechen wir einmal ein und ziehen uns hier den Faden. So, jetzt gehen wir auf diese Seite rüber und stechen hier unter die ersten beiden Maschen durch. Ziehen einmal zusammen. So, jetzt suchen wir uns die zweite Masche, die ist hier. Da gehen wir auch einmal drunter und nehmen uns jetzt hier die zweite und die dritte Masche. Ein bisschen friemelig. So. Na, und ziehen das jetzt hier auch einmal durch. So, jetzt suchen wir uns die nächste Masche, die ist hier und da auch unter das V. Gehen jetzt theoretisch immer hin und her. Gehen hier unter die, haben wir die dritte und die vierte Masche. Und da gehen wir einmal drunter. Hier, die erste kann jetzt auch schon wieder runter. Und jetzt suchen wir uns hier auf der Hinterseite wirklich die allerletzte Masche. Das ist dies hier. Unten hat sich die versteckt. Und
auch da gehen wir einmal drunter. Und ich nehme mir jetzt hier nochmal die letzte Masche. So. Hier, das ziehe ich mir noch einmal ein bisschen rein. Mit der Häkelnadel. So. So haben wir jetzt alle Maschen abgemascht und sind jetzt fertig mit unserem Bündchen. Und jetzt kommt unsere allerletzte Sache, und zwar der Kragen. Und dann ist die Jacke fertig.